Boah, der hört sich von hinten kommend an. Da weißt du nie, was auf dich wartet. Ups, da war schon wieder was. Eine Spinne, die verstorben ist. Komm schon. Stirb für mich. Ups. Da unten sind Hufeisen. Ich vermute mal, das soll Gold sein. In dem Texture Pack weiß ich das nicht so genau. Okay. Da sehe ich gerade noch eine Spinne hervorlugen. Und da sehe ich auch noch ganz viele andere Kacke. Zack. Schon mal für Spinnen. So war das für nicht abgemacht. So. Ich hoffe mal, dass das Diamanten sind, aber es sieht schon so aus. Wenn es Lapis wäre, wäre ich ziemlich enttäuscht. Okay. Wir haben noch einiges vor uns. Ach, das sind gar keine wirklichen Hufeneisen, das hat nur so ausgeschaut. So, dann haben wir auch noch die drei Eisen für die andere Scheiße. Dann brauchen wir jetzt das, die Eisenspitzhacke. Gut, hier ist alles clean. Dann denke ich, können wir uns mal noch an diesen Scheiß hier machen. Ja, das sind auf alle Fälle Dias. Aber natürlich noch nach unten graben. Für die Sicherheit, die es bedarf. Zwei, drei, vier, fünf. Auf alle Fälle mal kein schlechter Fall. Und nämlich, soweit ich weiß, brauchen wir genau fünf, um unseren Scheiß zu bauen. Und die haben wir jetzt schon. Ja, ich möchte ganz gern die andere Seite nehmen. So. Ah, da unten springt noch Sonne. Bist du in die Lava gefallen, Junge? Nope. So, dann haben wir hier noch zwei Eisen rein. Wobei, ich habe mir auch drei genommen. Und ich habe mir noch zwei genommen. Und ich habe mir noch einen genommen. Also so, müsste stimmen. So, fünf Dias, bisschen Redstone-Kacke. Noch ein bisschen Scheiße. Noch mehr Kacke, noch mehr Kacke, noch mehr Kacke. Dirt, leck mich, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So. Okay, only sleep at night, verdammt. Haben wir eigentlich schon einen Eimer? Ja, wir haben ja schon einen Eimer. Okay, wir haben fünf Diamanten. Ich würde mal sagen, wir bauen uns hier einen Ausgang. Das heißt, das Bett kommt hierher. Hier kommt eine Tür hin. Ah, was soll's. Zack. Zack, zack. So.
Und so. So. Dann brauchen wir nochmal so viel. Und dann können wir hier jetzt ganz bequem uns ein paar Leitern machen. Die sollten bis oben hin reichen. Okay. So viel Information. Ich werde da jetzt aber nicht meine Eisenspitzhacke dafür verwenden. Die ist mir dann doch ein bisschen zu schade. Aber ich nehme sie natürlich mit für den Fall, dass wir auf was Wertvolles noch stoßen sollten. Und ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht recht viel sehen. Nicht recht viel heißt gar nichts. Aber ich weiß, so geht's uns allen. Was ganz schön blöd wäre, wenn auf einmal von oben irgendwie ein Loch aufgeht und ein Zombie runterfällt. Oder sagen wir, ein Creeper. Die haben wir nämlich lieber. Ich bin mal gespannt, wo wir raus. Komm. Ah, zum Glück waren wir hier schon. Weiß ich hier auf Anhieb, wo sie rausgeht. Nee, weiß ich nicht. Bleib wieder da oben. Verdammt, der kommt. Okay, das heißt einmal zu machen und ja, hier vor auch, hier auch und hier auch. Dann wissen wir, hier können wir mal einen Zwischenstopp einlegen, um gegebenenfalls noch weiter zu suchen. Hier haben wir wieder Eisen. Aber wir haben schon unsere ersten 5 Dias. Und das ist schon ein ganz besonderer Erfolg, auf dem ich sehr, sehr stolz bin. Denn wir können enchanten. Und unsere erste Dia-Spitzhacke können wir auch bauen. Und da sind wir schon am Open Door. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ups. Ah. Ich wette, da kommt gleich Wasser rein. Na, so ein Zufall. Ist das nicht ein Zufall? Achso, ja. So. Da unten ist das Loch, glaube ich, wo wir rein sind. Interessant. Dann gehe ich hier mal ein paar Dinge hoch, damit wir immer wissen, wo wir gleich sind. Können wir dann wieder abreißen. So. Und jetzt müssen wir nur noch heimfinden. Ich würde sagen, da lang. Das war, sagen wir mal, leicht knapp. Okay, Kompass. Oder sollen wir gleich das Ganze... Wir nehmen gleich den ganzen Scheiß da unten mit.
So, guten Morgen. 64, Dankeschön. So. So. Da hauen wir einmal einen vollen 64er rein. Den Rest nehmen wir mit. Die Schere nehmen wir mit und mehr Platz haben wir eh nicht. Gut, wir sind fast Level 22 schon. Ist ja gut. Muss auch nicht übertreiben. Wobei es gelegentlich mal nicht schadet. Schadet. So. Gut. Und jetzt auf nach Bethlehem. Oder zumindest da in die Richtung. Das schafft man nicht. Da hätte man ein Lilypad dazwischen gebraucht. Lilypads. Ganz viele Lilypads. Also fürs drüber jumpen. Mein Leben ist grausam und hat keinen Sinn. So klingen die. Verdammt. So. Da sind wir. Da oben müssen wir hoch. Never say never. Wir werden das schaffen, da hochzukommen. So. Da. Oh, nee, falsch. Ups, 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 ups. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen an Two and a Half Men erinnert, da wo die Tochter von Bertha, die jüngste, Naomi, da hat sie schon ihr Baby und da war doch dann der Alan mit ihr zusammen. Und dann am Ende der Folge kam doch dann der Vater von dem Baby wieder zurück, weil sie nicht über die Grenze kamen und so. Und dann hat deine Mutter nicht gesagt, dass wir angerufen haben. Und dann so, ups. Ups, ist mir wohl entgangen. Wieso gehst du nicht weiter hoch? Wir hatten hier schon wieder Pfusch beim Bau betrieben, ha. Das ist ja Wahnsinn, oder? Die Leute von heute. Verdammt. Ich vermisse die Zeit, an der es noch ging, stets zu zweit eine Leiter zu teilen für zwei Blöcke. Doch jetzt seht, wurscht. Hey, cool, wir haben ja auch hier schon einen Haufen Scheiße. Einmal 64 voll. Und dann können wir das dahin tun, das dahin tun. Das füllen wir mal hier auf. Rein, rein. Der Rhein ist dein. Hey, Wahnsinn, du bist so witzig, Mann. Ey, Schnauze, das war überhaupt nicht witzig. So. Ist die Flaggen, zeigt sie, sollen sie uns verdammen. Doch wir sterben nie. Und wir haben vergessen, unsere Wolle mitzunehmen für ein Bett. Oh, sollen sie uns verdammen. Doch, wir müssen schauen, dass wir schnell wieder da zurückkommen.